So, das hier ist ein Spiel mit viel zu viel Text auf dem Title Screen. Was steht unter der Textbox? Was? Es ist Faf Quo Lis Not Aix Xar Falun Ra von was? Ja, ich dachte zuerst auch, es wäre Latein, aber es hat alles irgendwie alles drei Buchstaben. Das ist, glaube ich, nicht Latein. Aber das ist, was heißt das Spiel? Visions of Voices? Oder End Voices? Wahrscheinlich End Voices. End. Oder Notenschlüssel. Oder Kringel. Könnte auch eine kunstvoll dekorierte Vase sein. Von Krassmann und Krays. Krausemann, nicht Krassmann. Jetzt lass mir doch meinen Spaß, indem ich einen Buchstaben umdrehe. Krassmann. Okay, wollen wir um Geld wetten, dass das hier ein stereotypisches RPG ist? In einem RPG-Maker, hör auf. Das ist eine Wette, die ich kaum verlieren kann. Gott. Pass auf, in Wirklichkeit ist es eine Visual Novel über einen Typen, der sein Geschlecht ändert. Heute ist der Geschlechtsumwandlungsstream. Heute ist der Tag des anderen Geschlechtes. Hey, Yasmat kennt ein Spiel, das ist cool. Und schön, dass du mal wieder dabei bist, Yasmat. Warum sagt Einheit? Warum freut sich Tana, wenn andere Leute da sind? Weil Yasmat total vielen Kram kennt. Achso, im Gegensatz zu dir, ne? Ja, und immer mitmacht, wenn ich frage, ob der Streamchat eine Wahl für mich trifft. Yasmat ist immer der Erste, der antwortet. Sag mal, Yasmat, kennst du David Bowie? Wann war denn das? Vorgestern war ich bei einer Freundin und wir haben eine Sendung geschaut, wo sie immer wieder David Bowie referenzierten und ich war völlig verloren. Sie haben immer wieder davon geredet, dass David Bowie verschollen wirkt, aber dabei ist er eigentlich in einer Skihütte in der Schweiz. Ja, das ist schon sehr... Und dann haben sie 2 Sekunden über Hitler geredet, dann wieder über David Bowie, dann über Stalin, dann über David Bowie, dann über den Kapitalismus in Japan, dann über David Bowie. Oh, wir brauchen einen Namen. David Bowie. Oder, Moment, ich schreibe ihn in den Chat. Ich weiß nicht, das ist ein ganz neuer Name, hast du bestimmt noch nie gehört. Hast du den eigentlich jemals im Stream verwendet? Dick Poop? Ich schreibe ja. Bowie und jeder im Streamchat sagt David. Ich hasse euch. Vermutlich benennen wir jetzt gerade eine Frau, aber okay. Wo Stil man ihn braucht. Was sind wir? Ein Brave Champion, Deadly Sniper, Tenacious Sage oder eine Custom Class? Oh, mach mal. Kannst du nicht ein Tenacious Champion sein oder Brave Sniper? Ich glaube, dafür müssen wir Custom Class wählen. Ja, mach mal Custom Class. Hallo Knurps. Okay, sie erklären jetzt gerade, was welcher Statuswert tut und ich muss sie jetzt selber verteilen. Juhu! Was? Charisma erhöht deine Heilungskräfte? Wie in Dungeons and Dragons, da tut's das, glaube ich, auch. Also Oli würde schon mal einen Punkt auf Charisma vergeben. Ich gebe jetzt einfach Punkte, wie ihr das reinschreibt in den Stream. Kannst du auch Punkte rausnehmen? Kannst du Wert von 8 reduzieren? Kann ich. Okay, Bravery. Guck mal, du musst Bravery und Logic nimmst du raus.
Bravery, Logic und Tenacity so niedrig wie möglich und Perception und Charisma so hoch. Nee, ich kann doch nicht rausnehmen. Ich kann doch nicht rausnehmen. Dann verbietet das mir. Dann mache ich es jetzt einfach so, dass ich so lange Punkte vergebe, wie der Streamchat schreibt. Ja, mach mal schön Charisma, Bravery und Logic. Klingt gut. Charisma, Logic. Nein, klingt nicht gut. Das klingt wie ein Held. Bravery, Logic, Logic. Bam ist kein Statuswert. Charisma. Kann ich nicht aussprechen. Mach nur Charisma und Tenacity. Dann nochmal von dir Charisma. Stimmt, Abwehrkraft oder nicht? Ja, irgendwie sowas war's. Ja, eben, und Charisma erhöht deine Heilung, das heißt, du bist unkaputtbar. Du sagtest Charisma, Oli sagt Charisma Carpenter, das ist ein Punkt für Charisma. Logik, 6 haben wir noch, 6 haben wir noch. Da kommt nochmal Bravery und Charisma, auch wenn Jasmat eigentlich darüber redet, was er geskillt hat. Da, der Hund sagt Perception. 2 noch. Nochmal Logik. Und ich entscheide mal Charisma. So, X quits. Ich habe keine Ahnung, was X an meinem Gamepad ist. Wir spielen auf normal, wie immer. Ich nehme normal und eine Frau schreit. Ja, ist normal. Hättest du nicht normal genommen, hätte keine Frau geschrien. Das wäre ziemlich unnormal gewesen. Hallo, böser Fragezeichen, Mann. Der einen Hammer in der Hand hält, glaube ich. Unser Held ist mir aber sympathisch. Ich glaube, das mache ich auch das nächste Mal, wenn ich jemanden nicht mag. Ich werde mit ihm schlafen und seiner Frau erzählen. Wieso ist der Axtmann unsichtbar? Ah, er ist schwach gegen das Element. Ich habe keine Ahnung, welches Element ich gezaubert habe, aber okay. Und Oli schwingt sich direkt weiter zum nächsten Sexthema. Ich google mal danach und werde das erste vorlesen, was ich finde. Okay, tu das. Did you mean necrotic rash? Eigentlich nicht, aber wenn du meinst, google. Warte mal, was ist necrotic rash? Das werden wir gleich rausfinden. Online Library. Ich bin zu blöd dafür. Ich mach mal Google Image Search. Ah. Willst du das wirklich? Also nekrotisch beschreibt ja schon mal das Phänomen, sagen wir mal, das Symptom, dass zuvor lebendiges Gewebe mit einmal aufhört, lebendig zu sein. Cool. Und schwarz wird. Und abstirbt. Und dem Typ fällt ein Stück Fleisch vom Arm. Nehmen wir die Frau mit oder nicht? Was? Im Spiel. Nimm sie mit. Wir nehmen sie mit. Die Nekrose. Wir nehmen die Nekrose mit, okay. Ja, nennen sie Nekrose.
Der Große, das klingt wie eine Krankheit, sagte sie. Aber sie hat schon einen Namen. Vielleicht können wir sie umbenennen. Du hast Telia mitgenommen. Du hast einen skandinavischen Mobiltelefonanbieter mitgenommen. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß nicht, ich überlege gerade, wann die das mit der coolen Werbung? Weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Schweden hat, oder, also Schweden, nicht als Land, Schweden als Leute haben in der Regel ziemlich coole Werbung. Ich weiß nur, dass in Schweden das Bier teuer ist, weshalb man immer mit dem Schiff nach Estland fährt, um es wieder zurückzuholen. Nee, um es wieder zurückzuholen. Nee, nach Dänemark fährt man da. Naja, ich glaube, es kommt drauf an, wo in Schweden du bist. Überall in Schweden. Also Alkohol in Schweden ist immer gleich teuer, weil Alkohol in Schweden vom Staat verkauft wird. Naja, ich meinte, ob du jetzt nach Dänemark fährst oder nach Estland. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber ja, Schweden hat, glaube ich, auch von der EU eine auf den Deckel gekriegt, wegen des Alkoholverkaufs. Weil Schweden es richtig macht. Nee, ich glaube, da war eine Truhe. Unten der Hinterbaum war eine Truhe. Ich glaube, es ging darum, weil es in Schweden so schwer ist, ausländisches Bier zu kriegen. Echt? Ich darf mich jetzt bis jetzt so nie beklagen. Ich konnte neben dem Supermarkt in ein Systembolaget gehen und erdiger Weißbier kaufen. Ich glaube, es gab eine Zeit, wo du Alkohol eben nur unter dem Tisch kaufen konntest. Und das hat der EU irgendwie nicht gepasst. Also es durfte nicht offen ausliegen. Keine Ahnung. Ja, Telia. Ist gut. Probieren wir uns einmal ab. Weiße Wolken sind nicht gut, merken. Ey, der Wolf. Der eine Wolf. Nicht der andere Wolf. Der rechte Wolf. Der Wolf sieht aus wie ein Wolf aus Elona. Elona ist übrigens ein furchtbares Spiel. Der Wolf heißt Loco Lobo. Loco Lobo. Oh, Lobo, du bist so loco. Das heißt so viel wie verrückter Wolf. Ich glaube, so heißt eine Disco in Wien. Genau, ich kann auch mal da mal googeln. Loco Lobo. Loco Lobo Designs. Es gibt einen Film, der so heißt. Aha. Loco Lobo Tournee. Oh nein. Die Musik ist so richtig, richtig lästig. Nein, mach ein Pilfering Jig. Du tanzt so lange, bis der Wolf dir Geld gibt. Tu es. Ich habe einen Zirkon gestohlen vom Wolf. Okay, ich habe die Musik ganz kurz angehört. Sie klingt furchtbar. Und ich auch. Ist mein Mikro echt so schlecht? Und das ist ein bisschen leise. Oder ist das am Skype? Soll ich näher rangehen? Warte mal, ich glaube, ich kann dich ein Stück lauter stellen. Nein, Skype, nicht immer ins Video rein. Das macht's jedes Mal. Skype, ja. So, jetzt müsstest Video. Du lauter sein. Das ist ja hundertmal gesagt. Aber du bist eigentlich leiser geworden. Ja, ich habe mein Mikro auf das linke Knie gelegt. Was ist dir da? Roman, was muss dir? Wo ist so, dir? Wir sollten zur Taverne.
Ja, so Einheit Lobotomie ist, ne, bei der Lobotomie, da bekommst du einen Eispickel so unter das Auge reingestochen. Gibt es da nicht verschiedene Varianten? Ich weiß nicht. Da gab es während der, keine Ahnung, 70er Jahre war das, 60er Jahre? Ein Typen, der hat so eine 5 Minuten Lobotomie gemacht. Der hat Minutentakt. Wollte Hirntod gemacht. Weil das damals gegen alles geholfen hat. Und wo ist Stil? Stil ist gar nicht da. Hört auf zu lügen. Der ist kein Schneo-Leo. Jetzt bin ich schon wieder in dieser Kirche. Ich laufe im Kreis. Das ist eine Schatzkiste. Mir wurscht. Hey, hier ist die Taverne, glaube ich. Nee, das ist ein Schmied. Oh, aber hier sind Kisten. Oh nein, du hast die Kehle vom König gefunden. Ja, aber sie nützt mir nichts. Mann, wo wir Lobotomie hatten, mich würde mal voll interessieren, wie sich das dann eigentlich lebt, also nur für einen Tag oder so. Einfach aus Interesse. Ja, muss man weil schauen. Kriegst du das eigentlich mit, ob du lobotomisiert bist? Ich denk schon. Vor Ewigkeiten habe ich da mal einen Bericht gelesen, nicht geschrieben, ich habe nur gelesen, von einem Typen, der als 10-Jähriger oder so an der Lobotomie unterzogen wurde. Es gibt infolobotomie.de. Das ist cool. Weil ich habe es nämlich auch mal umgekehrt gelesen, dass jemand das hatte und er bekam halt mit, dass was nicht passte, aber er konnte nicht erklären, was nicht stimmt. Ja, das ist in der Regelfall. Also die Leute sind meist einfach verwirrt, weil sie merken, dass in ihrem Kopf etwas nicht in Ordnung ist. Aber genauso das Äußere ist auch nicht interessant. Also wäre interessant zu erfahren. So, dann hat das Spiel ein bisschen leiser gemacht. Die erste Lobotomie wurde noch im Jahre 1935 durchgeführt. Mhm. Hat man das nicht schon vorher gemacht, ohne viel Ahnung zu haben? Keine Ahnung, also in Urzeiten haben sich auch gegenseitig Löcher in den Kopf gebohrt. Schauen. Im Wesentlichen wurden zwei Arten der Lobotomie durchgeführt. Bei der frontalen Lobotomie wurde die weiße Hirnsubstanz des Stirnlappens mit einem sogenannten Leukotom, einem speziellen Operationsmesser, durch ein Loch in der Schädeldecke durchtrennt. Das ist ja furchtbar. Also nee, bei der anderen Form, der 1946 entwickelten transorbitalen Lobotomie, aha, genau, darauf, das meinte ich, führte man ein entsprechendes Gerät durch die Augenhöhle ein. Viele Patienten, die vorher besonders aggressiv und leicht reißbar waren, und bei denen eine Lobotomie durchgeführt wurde, waren nach der Operation oft ruhig gestellt. Es konnten Menschen, die bis dahin in geschlossenen Anstalten in Isolationszellen gestellt werden mussten, auf offene Stationen verlegt oder ganz entlassen werden. Viele Patienten waren durch den Eingriff sämtlicher sozialer Fähigkeiten beraubt worden. Ihr Urteilsvermögen war schwer geschädigt, sie wurden unempfänglich für soziale Signale und verhielten sich oft völlig enthemmt, mit absoluter Rücksichtslosigkeit und ohne einen Gedanken an die Konsequenzen ihres Handelns zu verschwenden. Also sind sie wieder das durchschnittliche heißt, Internetnutzer? Ja. Ich wurde durchs Internet lobotomiert. Ja, das Internet macht dich dumm. Ja. So, ich habe keinen Bock, die Taverne zu finden. Ich glaube, wir haben genug gesehen von dem Spiel. Ich fand es sehr spannend. Ja, es ist Standard-RPG des Todes. Juhu. Ja, ich finde es immer furchtbar, dass Leute in RPGs einfach nur Texte reinschmeißen. Ich meine, wie lange hast du gespielt? Keine Ahnung, 10 Minuten? Ja. Was ist passiert? Nichts.
Wenn ich an andere Spiele denke, wie Persona 4, wo man ein zweistündiges Intro hat, wo man nichts tun kann, das ist ein gutes Spiel. Ja, also Persona macht man an und dann geht man arbeiten. Nee, kannst du nicht, weil du X drücken musst. Ja, dann mache ich es wie Homer Simpson und setze so einen Vogel drauf, der immer wieder drauf drückt. Ich hab mir vertraut.